Stehl mir nicht ewig meine Lebenszeit, du dumme Macht, mit deinen manischen, zwanghaften Ritualen und Tagesroutinen, mit deinen Dauerwerbesendungen bzw. Endloskampagnen und öffentlichen Schaukampfdebatten, bei denen immer der einzige, nicht befangene Redner öffentlichkeitswirksam zu Boden gerungen wird. Was soll das sein? American Talkshow Wrestling, 4 gegen Willi, zieh doch einfach mal richtig durch und hör auf, endlos zu kläffen, du dumme Macht. Das ist nicht mal Psychoterror, das ist extrem Nervensägentheater, mediales Gangstalking. Zieh halt durch oder gib Ruhe, gib endlich Frieden. Das ist ja alles nur ein Mangel an echten Inhalten, insbesondere echten Lebensinhalten. Eine dick aufgetragene Pseudo-Fürsorglichkeit fürs Volk, das kaum noch Geld für Strom und Wasser hat und für Heizung sowieso nicht. Darin ist denn auch ein psychopathologischer Widerwille gegen echte Visionen für ein besseres Leben für alle manifestiert. Anscheinend soll stets überhaupt das bloß unbedingt mit allen Mitteln verhindert werden. Ein besseres Leben für alle. Vermeintlich, weil es manchen Wichtigen nur gut geht, wenn sie wissen, wie es anderen schlecht geht. Was ist denn mit der konkreten Lebenswirklichkeit? Was ist denn mit den Sorgen und Nöten und Strapazen der Menschen, denen der angeblich vorbildliche demokratische Staat zu dienen hat? Die können auch mit noch so vielen Nadelstichen ihre Rechnungen kaum bezahlen. Und was ist denn mit den Preisstabilisierungsmechanismen plötzlich? Das ging doch vorher 10 Jahre lang so problemlos, dass man die Börsenkurse inflationiert hat, ohne dass das an der Ladentheke jemand mitgekriegt hätte, was so eine Geldflut von der EZB eigentlich bedeutet. Also was ist denn jetzt mit den Preisstabilisierungsmechanismen? Hat man die abgeschaltet? Ist da der künstliche Damm gebrochen? Oder hat man die Schleusen geöffnet? Also die Frage zu erörtern allein wäre schon ein Video wert. Kommt hier vielleicht die Teuerung irgendwem Wichtigen gerade recht? Spielt das einem Umverteilungsziel in die Karten? Will man die Armut über das ganze Land ausbreiten, damit die Leute immer schön eingeschüchtert, verängstigt und ganz kleinlaut bleiben, die Leute in Not bringen und die Not dann politisch ausnutzen, immer schön dafür sorgen, dass die Leute nicht souverän werden, dass sie nie auch mal Nein sagen können und so weiter, den Leuten ihre Rücklagen und Sicherheiten und Ruhekissen abknöpfen, dass sie sich ja nicht ihre eigene soziale Hängematte ansparen können, keinerlei Vermögen aufbauen können, stattdessen schön dafür sorgen, dass die Leute ihren letzten Besitz im Gebrauchthandel an die Bessergestellten abliefern, im immer steiler werdenden Wohlstandsgefälle, nur noch arm und reich und nichts mehr dazwischen. Würde nicht jeder zweite Euro für die Steuer draufgehen, direkt und indirekt und verdeckt, rund die Hälfte vom Einkommen, dann könnten alle für die Finanzierung einer zweiten Lebenshälfte ansparen, wo man nicht mehr schuften muss, nur wenn man will, weil man selber schon abgesichert ist. Stattdessen gibt man ab, was man abgeben kann und wird nicht unabhängig vom Staat, bleibt im Notfall auf ihn angewiesen. Und was tut der Staat für die Sicherheit? Wie wäre es mal mit Diplomatie und Deeskalationsstrategien? Und wie wäre es mal mit Brot statt Bomben? Ich habe Hunger, gerade noch Rechnungen gezahlt und ist schon wieder Monatshälfte. Intervallfasten soll ja gesund sein. Ich mache pseudosozialdemokratische Hampelmann-Diät, also 0,5-Diät nach Ampelvorbild. Deshalb nutze ich auch keinen Strom und dusche nur, wenn's regnet. Verlottert rumlaufen wie die Leute im Italo-Western und abends Bud Spencer und Terence Hill Bohnen aus der Dose am Lagerfeuer. Ganz gut.
Hoffentlich halten es die Hosen aus. Und pennen im Schlafsack, weil ich will ganz klar zurück in die gute alte Jäger- und Sammlerzeit angesichts dieser noch peinlicher primitiven Moderne. Wenn die Silberrücken und die anderen Primaten im Technologiekostüm die ganzen Oberalpha-Tiere das wollen, dann soll ihr Wille geschehen, völlig klar. Aber wenn es eine Himmelspforte gibt, wird das Reich eines anderen über sie kommen, auch das ist klar. Aber bis dahin wird alles vom irdischen Kausalitätsprinzip dominiert, auch das ist klar. So ist gut. Und nun los.